Ja, ich habe schon immer jemanden gesucht, der diesen Teich von Robert Walser in Musik setzt. Das ist der einzige schweizerdeutsche Text von Walser. Und zuerst wurde er von der Germanistik ein bisschen als Seitenwerk beachtet, dann hatte ich, oder nicht beachtet. Und da hatte ich das Gefühl, vielleicht könnte man mit der Musik das fördern, aber die Schweizer wollten das nicht. Dann habe ich Abergis gefragt, er hat sich überlegt, wollte es auch nicht. Und wirklich fast durch Zufall, als Ezko mal einen Stoff suchte, sagte ich ihr, ja, vielleicht der Teich. Mais comme je ne connaissais pas lire six allemands, j'ai lu en français d'abord. Et puis, ça m'a plu. C'est un peu mystérieux comme petite prose de l'histoire. Mais ça m'a beaucoup attirée. Alors, j'ai décidé de faire un scénario avant de composer. Et, mais quand même, il y a des mots qui ne peuvent pas traduire. Il y a des limites pour compréhension. Alors, j'ai décidé de laisser comme tel quel, comme mot, six allemands. En plus, ça sonne très bien, comme un peu percussif. Et donc, j'ai fait mon scénario en mélangeant français et six allemands. Ja, eben wie gesagt, es wechselt immer Französisch ins Deutsch und ich versuche auch mit der Sängerin ein wenig das Welsche noch reinzubringen, also dass die Sprachmelodie manchmal nicht, also nicht zu hochfranzösisch wird, weil es fügt sich einfach besser. J'aimerais bien être seul, da kommen ein Gedanke. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose à un endroit vergessen. Je sais, ce n'est rien, ou doch plaget es mich. Ich will meinen Platz aufsuchen, dans la forêt, peut-être kommt es mir dort wie ein Schmetterling anzufliegen. Also ich habe ja mit eben Händel Klaus zusammen eine erste hochdeutsche Übersetzung gemacht von dem Teich. Und ich habe den Text auch nicht gut gekannt vorher. Und eben in der Gesamtausgabe wird er ignoriert, weil ihn niemand lesen kann fast. Also die meisten Walser-Fans in Deutschland verstehen kein Wort von dem. Und ja, es sind so verschiedene Zufälle zusammengekommen. Also Roman hat uns dann zusammengebracht eigentlich. J'ai introduit cinq poèmes de trois différentes langues, dont le japonais et Hochdeutsch, bon allemand, et puis français. Et finalement, ma pièce, le scénario, est devenu en quatre langues. Alors, Oto, c'est un mot, évidemment, c'est japonais. Ça veut dire, c'est la musique. Et puis aussi des bruits, des sons de bruit, et aussi quelque chose de notre sentiment profond. Alors ça, il y a trois choses, c'est important pour notre concert, comme le titre. Donc dans notre concert, il y a des mots qui est parlé, il y a des musiques évidemment, donc il y a beaucoup d'éléments de théâtre musical. Et le geste, c'est une partie de ma composition. Le geste, le regard, comment on fait des gestes, ça c'est un élément de ma composition. Ich finde, es ist ein typisches Werk für einen neueren Approche zu Robert Walser. Lange Zeit war der relativ eng, ziemlich fixiert auf diese 25 Jahre Herisau und die Mikrogramme. Und ich bin eigentlich der Meinung, dieser reichen Figur kommt man nur mit Vielheit irgendwie bei und nicht mit eingrenzenden Theorien. Ja, und es wird ja auch, ich denke, oft aus Walser wird doch so eine Art Geheimnis gemacht und es gibt so diesen Mythos, dass er so unbekannt ist oder so. Dabei ist er der meistrezipierte Schweizer Autor, den es überhaupt gibt, glaube ich, also weltweit. Und ich denke, es hat auch ich finde es irgendwie einen richtigen Weg, dass man dem Walser eben auch nicht nur. Dass man ihn nicht nur so auf ein Podest hebt und sagt, ja, hier, das ist der wunderbare Walser, sondern man dekonstruiert gewisse Dinge, man redet auch eben theoretisch über ihn am gleichen Abend. Es gibt Musik, es gibt
visuelle Dinge, die passieren und so. Und dadurch, denke ich, wird der Walser komischerweise menschlicher, als er manchmal ist. Comme il n'y a pas de voix, c'est un tout petit peu difficile, mais juste. Oui, mais ça n'en pourra pas.